Mein Name ist Desmond Miles und ich bin ein Kriegsgefangener. Es ist ein Krieg, von dem ich nichts wusste. Zwischen zwei Gruppen, die ich nie für real hielt. Templer und Assassinen. Der Animus zeigte mir die Wahrheit. Was ich alles sah, was ich alles war. 1000 Jahre Geschichte fließen durch meine Adern. Zum Leben erweckt durch diese Maschine. Sie wollen mit ihr und mir etwas finden. Sie nennen es den Apfel. Ein Artefakt. Einer von vielen sogenannten Edensplittern. Die Templer sammeln sie. So behalten sie ihre Macht. Und wenn die Templer noch einen Splitter finden, wird sich alles ändern. Sie wollen uns alle versklaven. Als sie mich hierher brachten, hatte ich Angst davor, mich zu wehren. Jetzt habe ich Angst vor dem, was kommt, wenn ich es nicht tue. Aber ich schaffe es nicht allein. Vielleicht muss ich es auch nicht. Ich traf jemanden. Ihr Name ist Lucy. Sie scheint auf meiner Seite zu sein. Aber sie ist fort. Entführt von diesem Bastard Warren Widdig und seinen Templerherren. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen wird oder was mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich hier raus muss. Und zwar ziemlich bald. Mein Name ist Desmond Miles. Und das ist meine Geschichte. Wir müssen weg. Lucy, wo warst du? Warum sind die... Los! Rein da. Wo kommt das Blut her? Ist alles okay? Also, wir haben vielleicht 10 Minuten. Vielleicht. Bevor sie merken, was ich getan habe. Wenn wir bis dahin nicht unterwegs sind, dann... Was? Wir fahren weg? Desmond, ich verspreche, ich beantworte all deine Fragen. Später. Aber jetzt sei bitte ruhig und tu, was ich dir sage. Also bitte steig in den Animus. Okay. Leid. Ich war in der Bank, als ich es erfuhr. Komme ich etwa zu spät? Gib den mir. Giovanni. Psst, meine Liebe. Alles wird gut. Du bist ein Auditore. Du bist ein Kämpfer. Also, kämpfe. Hört ihn an. Ein paar kräftige Lungen. Und wie sollen wir ihn nennen, Liebster? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Komm, wir gehen. Ja, was? Ich brauche einen Moment. Keine Zeit, Desmond. Wir müssen gehen. Und wir kommen hier wirklich raus? Abstergo hat echt abgefahrene Innenarchitekten. Bleib bei mir. Hey, Sie haben hier nichts zu suchen. Öffnen Sie die Tür.
Ich mache Meldung. Wir haben einen Vorfall im Forschungstrakt. Wiederhole, Zwischenfall im Forschungstrakt. Hier lang. Brauchen Unterstützung durch alle verfügbaren Sicherheitskräfte. Die Täter scheinen bewaffnet. Schick. Da sind sie! Lasst sie nicht entkommen! Heilige Scheiße. Was tust du denn, Desmond? Mir nach. Sieh dir das an. Was ist mit den Kameras? Die zeigen nur alte Aufnahmen. Was meinst du, wie ich deine nächtlichen Aktivitäten vor Abstergo verbergen konnte? Du bist gut. Das höre ich öfter. Aber jetzt jagen sie uns. Wir müssen hier weg. Vorsicht. Wir müssen zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Komm mit mir, aber halt die Augen offen. Ich möchte ungern kämpfen. Ist das ein Animus? Bleib bei mir. Was zur... Wie viele gibt's denn davon? Vorsicht! Sagt man Animusse oder Animi? Was denkst du, Lucy? Lucy, wofür brauchen die so viele? Desmond, halt einfach die Klappe! Bitte! Mist! Ich dachte, die Karte reicht. Das ist ein separates System und ich habe keinen Code. Moment. Scheiße. Komm schon. Was hast du gemacht? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir. Na, das war ja klar. Was war das im Animus? Subjekt 16? Ezio? Audi irgendwas? Ich glaube, wir haben uns geirrt. Und deshalb müssen wir hier raus. Wittig und die Templer, sie sind nur ein Teil des Problems. Wie meinst du das? Ich erklär's, wenn wir da sind. Wo denn? Zu deinem eigenen Schutz. Oh Mann. Wir sind fast da. Vielen Dank. Toll. Durchgeschüttelt. Im Kofferraum. Super. Hier lang. So,
Erfahre ich jetzt, was hier los ist? Es gab einen Grund für die Flucht, Desmond. Ist klar. Wir brauchen Hilfe. Bei was? Noch nach Schatzsuche durch die Zeit? Abstergo wird den Edenapfel ersetzen. Dabei hilft ihnen die Karte, die dein Vorfahr gefunden hat. Die anderen Assassinen, sie tun, was sie können, wo sie können, aber... Was? Wir verlieren den Krieg, Desmond. Die Templer sind zu mächtig. Jeden Tag sterben mehr von uns. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Wir bilden dich aus. Du wirst einer von uns. Was? Nein, nein, du hast mich in Aktion gesehen, ich kann das nicht. Und selbst wenn, das würde Monate dauern oder Jahre. Nein, nicht mit dem Animus. Nicht mit dem Sicker-Effekt. Ich bin doch nur ein Mann. Manchmal ist das schon genug. Und deshalb hast du ihn gefunden. Meinen Vorfahren. Wie hieß er noch? Ezio? Wenn du seinen Fußstapfen folgst, lernst du alles, was er lernt. Genau wie er. Jahre des Trainings erlernt in ein paar Tagen. Du hast mich aus Abstergo hierher gebracht, um mich zu einem Assassinen zu machen? Nun, es ist mehr als das. Aber das muss warten. Vertrau mir. Okay? Okay, bin dabei. Was soll ich tun? Ehrlich? Im Ernst? Ich dachte, du würdest dich drüber freuen. Entschuldigung, ich bin etwas überrascht. Ich habe die ganze Fahrt darüber nachgedacht, wie ich dich überzeugen könnte, mitzumachen. Schon gut. Nach dem, was diese Schweine mir angetan haben, bin ich willens, in der Lage und bereit. Vielen Dank. Lucy, du hast es geschafft. Gott, ist das lange her. 7 Jahre, ist das zu glauben? Allerdings. Willkommen zurück. Ah, das muss unser berüchtigtes Subjekt 17 sein. Desmond Miles, richtig? Wer sind Sie? Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Ich bin Sean Hastings. Das ist Rebecca Crane. Schön, dich kennenzulernen. Ja, nun, war ein tolles Gespräch. Aber wenn du erlaubst, fangen wir am besten gleich an. Jede Minute zählt. Zurzeit sogar doppelt. Wir haben alles fertig vorbereitet, Lucy. Sag Bescheid und wir legen los. Hier, habt ihr was mitgebracht? Ein Abschiedsgeschenk von Abstergo. Wow, der Gedächtniskern. Der helle Wahnsinn. Mit diesen Daten müsste es noch viel schneller gehen. Ich guck mir gleich mal den Code an. Hey, also ich wollte mich nur bedanken. Und entschuldigen. Wofür? Weißt du, damals, das alles bei Abstergo, das war nur... Ich war nicht bereit. Schon gut. Nein, wenn ich drüber nachdenke und weiß, dass es die Templer noch gibt, was sie planen. Das ist vorbei, Desmond. Jetzt bist du hier und nur das zählt. Lucy, ich habe Dinge gesehen. Symbole in meinem Zimmer. Der Code an der Tür. Genau wie Altair. Das ist der Sicker-Effekt. Du übernimmst mehr als nur Erinnerungen von deinem Vorfahren. Du übernimmst seine Talente. In dem Fall das Adlerauge. Talente? Du bist jetzt empfänglicher. Wenn alles klappt, dann wirst du alles lernen, was Ezio im Animus lernt. Das soll funktionieren? Ich ein Assassine? Du bist schon ein Assassine. Du wirst nur besser werden. Ja, und zwar viel besser, hoffe ich. Ich meine ehrlich, ich habe die Bänder gesehen. Du hast nicht mal versucht zu entkommen. Arschloch. Tut mir leid, Desmond. Ich hab zu tun. Wir können uns später unterhalten. Was ist denn das für ein Zeug? Dieses Zeug, Desmond? Oh, das ist nichts Besonderes, ehrlich. Nur das Zeug, das die ganze Operation hier zusammenhält. Im Ernst. Ich muss mich ziemlich konzentrieren, damit das klappt. Also entschuldige, dass ich keine Zeit habe, dir meine Hobbys aufzuzählen. Sean betreut unsere Wissensdatenbank, eine digitale Bibliothek. Er ist quasi mein Beifahrer, wenn du im Animus bist. Wenn dir also irgendetwas auffällt, Leute, Orte, Ereignisse und so weiter, erzeugt er einen Datenbankeintrag mit weiteren Informationen. Ja, aber nicht nur Datenbanken. Ich leiste taktische Hilfe für die anderen Assassinen. Du weißt schon, Desmond, für die da draußen, die richtig arbeiten. Ihr Leben riskieren und so Kleinigkeiten. Hallo, Desmond. Hau ab.
Hey Desmond, wie geht's? Ich frage mich gerade, was deine Aufgabe hier ist. Ich kümmere mich ums Baby. Ich halte die Kiste am Laufen. Baby? Du meinst den Animus? Eigentlich bevorzuge ich Animus 2.0, weil das Baby doppelt so gut ist wie alles bei Abstergo. Die Templer haben vielleicht mehr Kohle als wir, aber keinerlei Ehrgeiz, keinen Kampfgeist, keine Leidenschaft. Deshalb, trotz all ihrer Ressourcen, alles, was die können, kann ich besser und schneller. Übrigens, setz dich, wenn du soweit bist, dann können wir anfangen. Ich muss hier nur noch etwas einstellen. Also, wie funktioniert das? Natürlich. Einatmen. Ah, was bist du, ein kleines Mädchen? Sean. Naja. Und los. Insieme per la vittoria! Insieme! 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 Bitte Ruhe, meine Freunde! Silenzio! Danke! Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre! Vieri de Pazzi schändet meinen Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz! Wenn wir... Schluss mit dem Unsinn, Idiot! Buonasera, Vieri. Gerade sprachen wir noch von dir. Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling! Angst, die Dinge selbst zu regeln? Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. Tötet ihn! Wir können ihn zur Piazza schaffen. Das Feuer wird erst in... Questi momenti di incertezza. Mi attacchi tu o attacchi. Hai intenzione di startene l'impratto? Normalerweise benutzt man die, um sie gegen Leute zu schwingen. È un duello, Fesso. Prova a combattere. Ich hau dich in Stücke! Hey! Hinter dir! Federico! Was tust du hier? Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Und? Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist, was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen.
Ich hau dich in Stücke! Hai paura! Non ce la fai a colpirmi, eh? Jetzt bist du tot! 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 Ma che cosa aspetti? Zurück! Zurück! Halt ein! Was? Wir haben fast gewonnen? Deine Lippe. Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. Babene, das sollte genügen. Jetzt weg hier, bevor die Wachen kommen. Schnell, Ezio. Je eher wir beim Doktor waren, desto eher können wir schlafen. Bentrovato, Dottore. Die Brüder Auditore. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Es ist nichts, ehrlich. Ihr müsst ihm helfen. Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. Affottiti! Das war's auch schon und jetzt verschwindet ihr. Grazie. Hier lang. Herrliche Nacht. Allerdings. Ich wünschte, sie wären alle so schön. Doch, warte. Sie sind's. Wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja, ich bekäme lieber keine Standpauke. Ein kleines Rennen, hä? Wohin? Zum Dach dieser Kirche. Dann auf drei. Uno, due, tre. Der Kleine muss noch so viel lernen. Komm, du Schildkröte. Komm jetzt, hier entlang. Wohin gehst du? Wart ab.
Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Das Beste. Möge es sich nie ändern. Und möge es uns nie ändern. So, genug davon. Wir sollten wirklich nach Hause. Gehen wir. Warte. Was? Ezio, lass Christina schlafen. Dafür bleibt schon genug Zeit. Nachher. Ich verstecke mich besser. Sucht weiter! Er kann nicht weit gekommen sein. Hat ihr den Verstand verloren? Buonanotte. Christina! Christina! Wer ist da? Ich! Ezio, ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Ich weiß. Warte, das meinte ich eigentlich nicht. Komm her. Oh, Ezio. Christina! Christina! Wach auf! Dein Hauslehrer kommt bald! Komm, meine Tochter, ist es denn wirklich so schlimm, dass... Figlio Duncane, was soll das? Perdonate, Messere! Bitte verzeiht! Ich bring dich um! Ach bitte, das ist nicht nötig! Wache! Wache! Bringt mir seinen Kopf! Fasst ihn! Es gibt absolut keinen Grund für Gewalt! Ihr verwechselt mich mit jemand anderem. Sie brauchte Hilfe bei einigen Dingen. Ich bin quasi unschuldig. Dio, aus welchem Räuberloch bist du denn gekommen, Buffone? Guten Morgen, Vater. Komm mit mir.
Stimmt etwas nicht? Hältst du mich für taub und blind, Sohn? Ich weiß alles über deinen Kampf mit Viere di Pazzi und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Dein Verhalten ist untragbar. Es erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass deine Ausschweifungen deine Arbeit heute nicht behindern. No, Padre. Ihr habt mein Wort versprochen. Ich habe hier einige Dokumente für Lorenzo de' Medici vorbereitet. Du musst sie ihm überbringen. Ich eile, Vater. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Stolz auf unsere gute Qualität zu gerechten Preisen. Hat ihr den Verstand verloren? Stadtgrenzen erlaubt. Ah, Ezio, ben trovato. Wie geht es euch? Wie immer. Ich habe einen Brief für Signor Lorenzo. Ich werde ihn überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zur Villa Careggi, tut mir leid. Und sie werden nicht vor morgen zurückerwartet. Ich werde es ausrichten. Ich habe einige feine Waren zu bieten. Dinge, von denen ihr nicht wusstet, dass ihr sie braucht. An alle respektablen Mitglieder der Arte del Cambio. Der zweijährliche Kongress wurde wegen rechtlicher Bedenken verschoben und beschäftigt nun den Gonfaloniere. Denkt auch mal an die, die ihr verletzen könntet. Ein Hinweis zu den öffentlichen Brunnen. Bitte wascht und färbt eure Wäsche nicht in öffentlichen Gewässern. Vergesst nicht, das Gerben ist grundsätzlich nur... Schön weiterarbeiten. Bischero. Du sorgst. Ah, mein Sohn. Du kennst meinen Freund Uberto. Guten Morgen, Confaloniere Alberti. Wünsche ich dir auch, junger Mann. Du hast meine Nachricht abgeliefert? Si, Padre. Aber scheinbar ist Lorenzo nicht in der Stadt. Das habe ich nicht erwartet.
Was macht das schon? Dann wartest du noch ein, zwei Tage. Hör mal, deine Mutter und Schwester haben nach dir gesucht. Ich werde dich bald brauchen, aber schau, ob du ihnen nicht helfen kannst. Seid ihr sicher? Ja, nun, würdest du uns entschuldigen. Es war nett, dich zu sehen. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Erholst du dich vielleicht noch von gestern Nacht? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht. Egal. Ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit Vergnügen. Komm, es ist nicht weit von hier. Ich weiß von deinem Kampf mit Vieri. Welcher Kampf? Ach bitte, du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das konnte ich nicht länger dulden. Er hat sicher Schwierigkeiten, mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles. Und nichts davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben. Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Alle wollen Gerechtigkeit. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei. Da sind wir. Hallo, Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Er ist sehr talentiert. Immagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Mutter. Zu euch nach Hause also. Si, si. Ezio, hilf Leonardo, ja? So, Ezio, was machst du so? Er arbeitete bisher für seinen Vater. Ah, also wirst du Bankier? Bisher. Und du? Kunst, nicht wahr? Ganz ehrlich, kann ich mich nur schwer entscheiden. Malen ist nett, aber oft denke ich, meiner Arbeit fehlt es an Zweck. Macht das Sinn? Ich würde lieber praktischer arbeiten. Viel direkter. Architektur vielleicht. Oder Anatomie. Es reicht mir nicht, die Welt abzubilden. Ich will sie verändern. Oh, Leonardo, ich zweifle nicht, dass ihr große Dinge vollbringen werdet. Wir den Grazio, Madonna. Wie nett von euch. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch. Was machst du hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen.
ist das nicht gefährlich? Hier, wie versprochen. Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. Hey, Claudia, wie geht's dir? Ganz gut. Du sollst mir doch nichts vormachen. Es ist du, Joe. Was ist mit ihm? Ich glaube, er war untreu. Wer sagt das? Die anderen Mädchen. Ich dachte, sie wären Freundinnen. Hyänen. Ohne die ging's dir besser. Ich liebte ihn. Nein, Claudia, das hast du dir eingebildet. Er soll büßen für das, was er getan hat. Warte hier. Ich werde einen Takt mit ihm reden. Kann dein hässlicher Affenschädel keinen einzigen klaren Gedanken fassen? Duccio, wie wunderschön! Nur das Beste für dich, amore mio. Aber was ist mit Claudia? Ich dachte, ihr werdet einander versprochen. Vater sagt, mir gebührt was Besseres als eine Auditore. Oh, du Schurke! Komm, lass uns spazieren. Spazieren? Ich hatte etwas ganz anderes im Sinn. Oh, Duccio. Hey, du dreckiges Schwein! Ezio, mein Freund. Was zum Teufel? Du beleidigst meine Schwester. Gockelst mit dieser Putana. Wovon redest du überhaupt? Ich sah, was du ihr gabst. Hörte, was du sagtest. Wäre deiner Schwester ihre Keuschheit nicht so wichtig? Du brichst ihr Herz. Und jetzt werde ich dir die Nase brechen. Ihr Auditore könnt alle reden. Aber wenn es dann ernst wird... Du wirst deine große Klappe bereuen. Ich gebe auf. Lass die Finger von meiner Schwester. Schande. No, no.
Ezio, komm rein, mein Sohn. Diese Päckchen müssen an Geschäftspartner von mir in der Stadt geliefert werden. Außerdem müsstest du eine Nachricht aus einem Taubenschlag ganz in der Nähe für mich abholen. Va bene. Ich erledige das. Komm wieder her, wenn du fertig bist. Wir müssen da noch einiges besprechen. Und bitte, mein Sohn, mach keinen Ärger. Hm? Questi prosciutti! No! Bist du Giovannis Sohn? No, Idiota. Er sieht nur zufällig genauso wie er aus. Dann gib her. Keine Sorge, Junge. Wir sind nicht ansteckend. Jedenfalls ich nicht. Hier, hier drüben. Ich habe eine Lieferung von... Giovanni Auditore? Ja. Wurdet ihr verfolgt? Nein. Warum sollte ich verfolgt werden? Gebt mir das Päckchen. Sagt eurem Vater, sie ziehen heute los. Er sollte das auch tun. Wer zieht los? Was geht hier vor? Wartet, kommt zurück. Erklärt euch. Obwohl dies nicht per se verboten ist, ist es doch nur so lange unterhaltsam, bis jemand dabei ernsthaft verletzt wird.
finden als bei ihm. Stati attenti! Der Weinhändler, der seinen Karren vor dem... Broccoli!